Die Gewerkschaft der Polizei fordert ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Jochen Kopelke der Zeitung Rheinische Post am Donnerstag. Die Polizei werde ein solches Verbot konsequent durchsetzen. Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldetem Protest appelliert, führte Kopelke weiter aus. Dass jetzt französische Verhältnisse nach Deutschland schwappten, sei aber nicht zu dulden, sagte er laut der Zeitung. Nach massiven Protesten und Blockaden unter anderem von Landwirtinnen hatten die Grünen zuletzt ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach abgesagt. Der Grund: Sicherheitsbedenken. An den Protesten waren auch Dutzende hupende Traktoren beteiligt. Bereits seit Wochen blockieren Landwirte und Landwirtinnen immer wieder Straßen und Zufahrten, weil sie mit der Agrarpolitik unzufrieden sind.